Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Phasen der Energiewende oder auch, das hört man öfter so, die vier Phasen der Energiewende. Und ja, was steckt denn dahinter? Was sind denn diese Phasen? Wie kann man die konkret unterteilen? Das ist so auch eine Frage, die ich des Öfteren mal höre und ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen anhand von vor allem zwei ganz konkreten Beispielen oder eben Abgrenzungen und dann können wir mal drüber reden, ob das so in etwas Sinn macht oder ob ihr da vielleicht auch andere Ansichten habt. Jedenfalls hat schon mal zum Beispiel im Jahr 2017 Akatech, das ist die Akademie, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, zusammen mit der Leopoldina und auch noch anderen Akademien, der Akademienunion, meine ich, heißt das, genau so vier Phasen der Energiewende definiert. Und zwar die erste Phase namens Entwicklung der Basistechnologien und der starke Zubau der erneuerbaren Energien. Und das ist so ziemlich auch die jetzt abgeschlossene erste Phase, nämlich, dass wir tatsächlich erstmal sowas wie überhaupt ein intelligentes Stromnetz, wie können wir das wirklich gut regulieren, dass wir sowas wie Speichertechnologien, aber auch wirklich effiziente Erzeugungstechnologien rund um die Erneuerbaren haben und dass wir da erstmal eine Menge zubauen. Und heute haben wir durchaus schon mal eine ganz ordentliche Menge von Erzeugungskapazität im erneuerbaren Bereich, aber natürlich noch lange nicht ausreichend, aber erstmal ganz gut, sodass wir im Regelfall ja auch über 40% des Stromverbrauchs in Deutschland damit abdecken können und teilweise ja auch zu bestimmten Uhrzeiten und Zeiträumen über 100% abdecken können. Das ist so die erste Stufe. Wir haben erstmal Kapazitäten und wir haben Basistechnologien erschaffen. Laut dieser Definition sind wir jetzt auch in der zweiten Phase namens Systemintegration und Sektorkopplung, wo wir jetzt also den Weg schaffen, nicht nur den reinen Stromsektor, sondern dann eben auch die Erweiterung auf den Wärmesektor und auf den Verkehrssektor einerseits zu gehen, also dass wir dort zum Beispiel mit Power-to-Heat und Elektromobilität die fossilen Energieträger weiter verdrängen und dass wir dort eben möglichst effizienten Stromeinsatz schaffen können und gleichzeitig mit voranschreitender Digitalisierung und Vernetzung von Anlagen dort eben auch ein starkes Gesamtsystem schaffen können. Da stecken wir gerade so mittendrin. Laut dieser Definition ist die dritte Phase der Energiewende jetzt der starke Ausbau von Power to Gas, als praktisch der Weg, wie man die Sektorkopplung noch umso weiter vorantreiben kann, indem man zum Beispiel eben künstliche, also synthetische Energieträger schaffen kann aus Strom, also Wasserstoff oder eben dann auch zum Beispiel synthetisches Methan, mit dem man dann eben in den anderen Sektoren immer noch mit teilweise bestehender Erdgasinfrastruktur eben die verschiedenen ja, Dinge tun kann, die Energieträger praktisch ersetzt. Das ist aber auch ein Thema, was so ein bisschen nicht ganz einfach ist, weil es natürlich beim Power-to-Gas immer darum geht, auch ganz klar abzugrenzen. Es geht um grünen Wasserstoff. Dazu habe ich schon mal andere Videos gemacht. Es darf eben nicht darum gehen, dass wir Wasserstoff aus zum Beispiel Erdgas und Öl und so weiter herstellen. Das geht nämlich genauso gut. Nein, wir wollen hier natürlich eine echte Energiewende haben in Richtung von erneuerbaren Energiequellen. Also das ist nicht ganz so einfach, das auch genau so immer zu unterschreiben, wenn es um den reinen Ausbau von Power-to-Gas geht. Die vierte Phase der Energiewende nach dieser Definition ist dann die ja, vollständige Verdrängung von fossilen Energieträgern. Dass wir also tatsächlich dann dorthin kommen zu sagen, wir schaffen schlussendlich den gesamten Energieverbrauch in Deutschland beim Endkunden an allen Stellen aus erneuerbaren Energien abzudecken. Und das ist ganz klar natürlich das Ende der Energiewende, weil natürlich wir schaffen es dann auch wirklich, das Energiesystem einmal komplett umzukrempeln und mit erneuerbaren Energien zu bespielen. Klar, dass das so das Ende dieser Systematik wäre. Wir gehen mal zum zweiten Beispiel. Das ist dann jetzt von dem Forschungsverband Erneuerbare Energien, das ist FVEE, aber auch schon aus dem Jahr 2014, hat aber immer noch gewisse Aktualität natürlich. Die erste Phase der Energiewende laut dieser Definition ist die allgemeine Bewusstseinsbildung, dass überhaupt die Wende hin zu erneuerbaren Energien wichtig ist, dass Kohle, dass CO2 und etc. nicht so besonders gut sind, dass wir Technologien entwickeln und die Markteinführung für neue Technologien auch umsetzen, sei es Speicher, sei es Elektromobilität, sei es mehr Möglichkeiten für eben dezentrale erneuerbare Energienerzeugung, also Umwandlung. Und genauso wird aber auch der Aufbau von Strukturen, die das Ganze auch wirklich zulassen, da eben wirklich ein intelligentes Management dahinter zu haben und sei es auch nur hier sowas wie virtuelle Kraftwerke zum Beispiel auch zu schaffen.
Das ist soweit gut vorangeschritten. Also auch nach dieser Definition sind wir schon in der zweiten Phase, namens praktisch Systemumbau. Ja, bis hin zu insgesamt mal so 60% erneuerbare Energienanteil, so mit wirklich intelligenter technischer und ökonomischer Vernetzung von eben den diversen Akteuren, von den Technologien, von den diversen Marktrollen. Also wirklich so eine richtige, ja, digitalisierte, kluge und auch wirtschaftliche Vernetzung. Das ist auch etwas, was ich in anderen Videos immer wieder anspreche. Die erneuerbaren Energien sind an sich erstmal die absolut wirtschaftlichste Möglichkeit, um Strom zu erzeugen, eben weil es keine Brennstoffkosten, kaum Personalkosten, kaum Infrastrukturkosten gibt. Und genau deswegen können wir da eben auch tatsächlich eine sehr, sehr wirtschaftliche Lösung schaffen. Und wir sind auf dem Weg dahin, dass es eben absolut klar ist, dass es super wirtschaftlich ist und dass eben auch die diversen Anlagen und seien sie auch schon ein bisschen älter, zum Beispiel über PPAs sehr, sehr gut funktionieren können. Also in genau dieser Phase sind wir gerade auch nach dieser Definition. Die dritte Phase nennt sich hier ja Langzeitspeicherung und Umbau bis hin zu 100% erneuerbare Energien. Und da geht es natürlich genau darum, dass wir es eben schaffen, den Ausbau weiter voranzutreiben, dass wir genügend Erzeugungskapazität haben, damit wir über die gesamte Zeit hinweg, inklusive nachts, wenn keine Sonne scheint, mit erneuerbaren Energien alles abdecken können und gleichzeitig eben genau diese Speichermöglichkeiten auch haben, um genau das auch sicher, versorgungssicher, dauerhaft abbilden zu können, weil auch nachts manchmal der Wind nicht weht. Und genau dann können wir aus den diversen großen und kleinen dezentralen Speicheranlagen den Strom wieder herausnehmen oder eben die gespeicherte Form wieder herausnehmen und damit unser System weiter bespeisen. Das wäre die dritte Phase, in der wir eben den Ausbau bis hin zu 100% Erzeugungskapazität voranschreiten lassen. Und die vierte Phase nach der Definition wäre dann eben tatsächlich der auch komplette Ersatz von fossilen Energieträgern in der Endenergie. Das heißt, die Endkunden, die Industrie, Gewerbe, Verkehr, Wärme und so weiter verwenden keine fossilen Energieträger, sondern ausschließlich erneuerbare Energien. Und natürlich ist auch das dort das Ende der Energiewende, das Ziel, bei dem wir eben am Ende auch landen wollen, dass wir eben eine wirklich saubere, ökologische, nachhaltige, ja, Energieversorgung geschaffen haben. Das sind so zwei Definitionen für die Phasen der Energiewende. Kann man so machen, kann man so unterschreiben, kann man ein bisschen anpassen, ist alles relativ logisch. Und macht natürlich auch weitestgehend Sinn. Ich würde es prinzipiell ähnlich sehen, dass man also am Anfang wirklich erstmal den Ausbau und die Technologieschaffung hat, danach den weiteren Ausbau, dass wir jetzt alles zusammenziehen, dass wir Technologien zusammenziehen, dass wir die Sektorkopplung vorantreiben können. Und dann eben der weitere Ausbau, das Überstülpen auf die anderen Sektoren, dass wir dort überall eine schöne, saubere Energiequelle haben, dass das Ganze immer wirtschaftlicher wird, dass wir immer mehr Kapazitäten haben und am Ende tatsächlich ein komplett energiegewendetes System haben. Das ist dann auch meine Definition für die vier Phasen der Energiewende. Habt ihr Fragen dazu oder habt ihr andere Beispiele, dann schreibt die mal ruhig unten in die Kommentare. Und ansonsten abonniert den Kanal, liked das Video und drückt auf die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann seht ihr auch immer wieder neue Videos bei euch aufploppen. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.